Die Ultimate-Auswahl eines jeden Sportlers. Heute mit Sven Pohl, dem Trainer des bezirksligisten SC Hasum, früher unter anderem schon im VV06. Sven, deine Ultimate-Auswahl. 5 Spieler, sozusagen ein Hallen-Squad, ein Hallen-Dream-Team. Du bist einer davon, vielleicht ein Torwart. Wer schafft es in deine Ultimate-Auswahl? Ja, da meine aktive Karriere ja schon ein paar Tage zurückliegt, habe ich auf jeden Fall Spieler genommen, mit dem ich, den ich zusammengespielt habe. Und bei 5 Leuten oder inklusive mir 5 Leuten ist es sicher nicht so ganz so einfach, aber ich denke mal, ist eine ganz gute Auswahl zusammengekommen. Als Torwart würde ich nehmen Lars-Oliver Eggers. Mit Egger habe ich damals, ich kam aus der Jugend raus, die ersten Viertliga-Jahre in Hasum zusammengespielt. War für mich ein herausragender Torwart, hatte nicht die, sag mal, die Riesengröße für einen Torwart, aber ich glaube 1,85. Aber unheimlich stark im 1 gegen 1 auch, reaktionsschnell. Also hat mich über die Jahre oder wo ich aus der Jugend auch rauskam geprägt. Also das wäre definitiv mein Torwart, den ich dann nehmen würde. Ja, dann eher für den, auch wenn es in der Halle jetzt keine Offensive und Defensive gibt, wie ich es mal nennen würde, ich als Defensiven Martin Groth dazu nehmen. Habe mit ihm oder durfte mit ihm noch 2 Jahre in Langenhagen zusammenspielen. Er kam damals vom VfB Lübeck, wohnt ja auch in Langenhagen und hat seine Karriere da so ein bisschen ausklingen lassen. Ja, war ja Kapitän damals auch beim HSV zu Champions League Zeiten. Jüngere Zuschauer kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt HSV als stabiler Zweitligist. Damals haben sie tatsächlich nochmal Champions League gespielt und wie gesagt, ich habe mit Martin, also ein super Fußballer, hat jetzt ja auch ein Geschäft in Langenhagen, das er betreibt, wo wir auch immer noch ein bisschen Kontakt zu haben, mit der Jugend da auch viel machen. Also wie gesagt, überragender Fußballer und den würde ich auf jeden Fall mit dazu nehmen. Ja, als weiteren José Ruiz Majo, das erste Jahr in Hasum noch mit ihm zusammengespielt. Dann mit VV damals 2004, dann in die 2002, damals in die vierte Liga aufgestiegen. Sicherlich überragende Fußballer, auch gerade für die Halle. Früher gab es ja in Hasum immer noch am zweiten Weihnachtstag ein traditionelles Turnier. Kann ich nur sagen, da sind die viele Zuschauer sicherlich auch wegen ihm gekommen, durch seine Tricks und Raffinessen, die er einfach drauf hatte. Also richtig guter Fußballer und wie gesagt, der gehört für mich auf jeden Fall dann in meine Truppe mit rein. Ja, und als weiteres noch Markus Erdmann. Damals auch beim SC Hasum, kam damals von Hannover 96, hatte da einen Zweitliga-Vertrag. War damals aber so, dass er sich, glaube ich, den Mittelfuß gebrochen hatte und auf wenig Einsatzzeiten kam dann zum SC Hasum. War einfach ein Torjäger vom Herrn, will ich es mal nennen. Er hat jedes Jahr seine Tore gemacht, eine Riesenkante mit 1,96, Kopfballstark, einen Riesenschuss gehabt. Ist ja dann auch noch zu Arminia Hannover gewechselt in die dritte Liga, hat da glaube ich auch in einer Saison glaube ich 36 Tore gemacht. Also das war schon herausragend als Stürmer für den Bereich, sag mal vierte Liga, das war schon eine klasse Mann auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal überlegt, ich habe die meisten immer gefragt, wie sieht es aus mit Efi-Cup? Ich weiß nicht, der Großteil wird wahrscheinlich außer José kein Efi-Cup gespielt haben, aber wenn man jetzt sagt mal die beste Zeit, was wäre da beim Efi-Cup drin gewesen? Oh, ich glaube, da hätten wir schon eine ganz gute Rolle gespielt, gehe ich mal von aus. Jetzt sind wir ja schon alle, oder ich sag mal, ich mit Mitte 40 und die sind schon ein bisschen um die 50 rum, sage ich mal. Aber zur Hochzeit wäre sicherlich, hätten wir, glaube ich, eine ganz gute Chance gehabt, da ein Wörtchen mitzureden. Alles klar. Das war die Ultimate-Auswahl von Sven Pohl.